Und wieder stehen wir am Scheideweg. Hier müssen wir die Entscheidung treffen. Was wollen wir tun? Wie wollen wir den Tiegel, der nun mit dem Katalysator ist, einsetzen? Beim letzten Mal haben wir uns dafür entschieden, eigentlich wollte ich ja die Zerstörung angehen, aber aus Versehen habe ich mich dafür entschieden, die Kontrolle über die Reaper zu ergreifen. Dann wollen wir es nun mit der Zerstörung probieren. Und für den Schluss heben wir uns dann die Synthese in der Mitte auf. Nun also soll alles synthetische Leben zerstört werden, indem wir hier oben dieses Ding kaputt machen, glaube ich. Und damit vor allem den kleinen Knirps da drüben platt machen, die KI, also dieses übergeordnete Bewusstsein der Reaper. Das ist übrigens das Ende, das ich beim allerersten Mal, als ich Mass Effect 3 gespielt habe, gewählt habe. Und es ist eigentlich das brutalste Ende, sag ich mal, weil es die meisten Opfer gibt mit diesem Ende. Aber es ist das einzige Ende, bei dem Shepard irgendwie überleben kann. Denn wir erinnern uns, als wir da drüben die Kontrolle angestrebt haben, hat Shepard nicht wirklich überlebt. Er ist halt als übergeordnetes Bewusstsein dann weiterhin am Leben gewesen sozusagen, aber er hat nicht mehr als Mensch existiert. Wenn wir den mittleren Weg der Synthese wählen, wird unser Körper auch aufgelöst. Das heißt, die Zerstörung hier ist der einzige Weg, Shepard selbst am Leben zu erhalten. Allerdings müssen wir dazu entweder eine effektive militärische Stärke von 5000 erreicht haben oder eine von 4000 und Anderson gerettet haben. Also so weit gerettet, dass er dann friedlich einschlafen kann. Und das ist bei uns der Fall. Das heißt, eigentlich müsste Shepard bei uns überleben. Genau dieses Ende habe ich damals ganz aus Versehen erreicht, ohne irgendetwas über die Mechanismen im Spiel zu wissen. Und mal schauen, ob es jetzt auch wieder so sein wird. Wir kappen die Stromversorgung. Tja, Edie, tut mir leid. Diesmal muss Edie leider auch sterben. Alle Flotten, der Tiegel ist scharf. Kampf abbrechen und zum Rendezvouspunkt. Wiederhole. Kampf abbrechen und nichts wie weg hier. Jeff, wir müssen los. Erneut breitet sich die Energiewelle aus. Diesmal nicht in blau. Ich glaube, beim letzten Mal war sie ja blau. Diesmal ist sie rot. Ansonsten sieht es ganz ähnlich aus. Aber die Wirkungen sind ganz andere dabei. Die Reaper werden vernichtet. Türme fallen. Thank you.
Nicht nur alles synthetische Leben wird zerstört, auch die Massenportale. All die von Reapern entwickelte Technologie vernichtet. Wie gesagt, es ist eigentlich das brutalste Ende. Obwohl wir so vieles anders gemacht haben, sieht das Ende doch letztendlich so ähnlich aus, ne? Dennoch sind es gewaltige Unterschiede, die auf das Universum warten. Auch wenn man es auf den ersten Blick vielleicht nicht so sehen möchte. Doch die Völker der Milchstraße sind wieder frei. Ist vorbei. Die Reaper sind besiegt worden. Entgegen allen Erwartungen haben wir die größte Bedrohung der Galaxie aller Zeiten überlebt. Wir hatten gewaltige Verluste. Die Portale sind schwer beschädigt. Aber wir haben gesiegt. Dieser Sieg gehört uns allen. Allen Männern, Frauen und Kindern. Allen Zivilisationen. Auf jeder Welt. Während wir nun die ersten Schritte des Wiederaufbaus einleiten, müssen wir daran denken, was uns der Sieg gekostet hat. Es war kein Sieg einer einzelnen Flotte, einer einzelnen Armee oder gar einer einzigen Spezies. Dieser Krieg hat uns gelehrt, dass wir dann am stärksten sind, wenn wir zusammenarbeiten.
Und wenn wir unsere Streitereien lange genug ruhen lassen können, um etwas so Mächtiges wie die Reaper aufzuhalten, was könnten wir dann jetzt alles erreichen? Es wird dauern, aber wir können alles wieder aufbauen, was zerstört wurde. Unsere Häuser, unsere Welten, unsere Flotten und Truppen, all das und noch mehr. Zusammen können wir eine bessere Zukunft aufbauen, als sich irgendjemand vorstellen kann. Eine Zukunft bezahlt mit dem Opfer all derer, die an unserer Seite kämpften und starben. Eine Zukunft, die viele niemals sehen werden. Habt ihr Edis Namen auf der Liste gesehen? Und obwohl noch viele Herausforderungen vor uns liegen, können wir ihnen gemeinsam begegnen. Und wir ehren jene, die starben, um uns diese Zukunft zu geben. Shepard lebt. Das war das zweite Ende von Mass Effect 3. Wir haben die Reaper zerstört, wir haben sämtliche synthetischen Wesen zerstört. Deswegen ist mir das Ende eigentlich gar nicht mal so lieb, muss ich sagen, weil ich es ziemlich ungerecht finde, nicht nur die Reaper, sondern auch die Geth und auch Edie zu töten. Denn Edie und auch die Geth haben gegen die Reaper angekämpft. Und von daher finde ich es nicht ganz okay, dass wir eine komplette Spezies dann da opfern, um die Reaper zu vernichten, wenn es denn andere Möglichkeiten gibt. Und ich meine, sie sind ja da. Gut, die andere Seite der Medaille ist natürlich, auf diese Art und Weise kann Shepard tatsächlich überleben. Wie gesagt, man muss eine gewisse militärische Stärke haben, dann ist das möglich. Aber wir haben es geschafft, Shepard ist am Leben. Und ansonsten, ich sag mal so, es ist sehr viel Wiederaufbauarbeit erstmal zu leisten. Das wird garantiert einige Jahrhunderte dauern. Vor allem auch, weil eben die Massenportale vernichtet sind. Und das bedeutet, man kann nicht mehr in der Milchstraße hin und her reisen, wie man will. Eigentlich sind die ganzen Truppen, die in den Endkampf rein sind, jetzt im lokalen Cluster gefangen, im Sonnensystem der Erde. Also, die stecken so ein bisschen fest dort, sage ich mal, ne? Da würden große Probleme auf die zukommen und vielleicht wäre es aber auch gar nicht so schlecht, weil einerseits dauert dadurch natürlich der Wiederaufbau länger, andererseits führt das wahrscheinlich auch dazu, dass eventuell aufkommende Konflikte sich ein bisschen verzögern, also gerade so Kroganer, Salarianer und sowas, die würden sich garantiert wieder in die Quere kommen. Außerdem, ich möchte es nochmal betonen, auch wenn ich es schon beim Ende davor gemacht habe, es gibt die Leviathane und die würden jetzt durchaus wieder rauskommen aus ihren Löchern, um die Milchstraße erneut in Beschlag zu nehmen. Das haben sie angekündigt, dass sie sich nur versteckt haben, weil sie eben vor den Reapern geflohen sind und dass sie wieder den Anspruch hätten, das Universum zu beherrschen. Von daher, schwierig dieses Ende. Es ist halt sehr viel chaotischer und sehr viel ungewisser als die anderen beiden Enden, sage ich mal, ne? Weiß nicht, ob das jetzt so den Nerv trifft
bei mir ist es jetzt nicht das Lieblingsende, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht, ob es das Lieblingsende ist, aber das Ende, das ich am versöhnlichsten finde, habe ich mir jetzt für den Schluss aufgehoben. Und wir werden uns doch noch anschauen, wieso. Dazu sehen wir uns gleich nochmal wieder und dann geht's auf zum letzten Ende, die Synthese. Seid gespannt!